Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht es um den sogenannten Postenturm, einem Teil der einstigen Wehrbefestigung im heutigen Bacharach am Rhein. Der Postenturm ist Teil der im Jahre 1344 begonnenen und 1400 fertiggestellten Mauer dieser Stadt. Die Franzosen zerstörten im Jahre 1689 die vier stärksten Türme der Stadt. Die Stadtbefestigungen in Bacharach zählen zu den besterhaltensten ihrer Art am Mittelrhein überhaupt. In der Nordmauer der Stadt, die noch heute am Hang des gegenüberliegenden Vogtberges durch die Weinberge verläuft, befindet sich der 1899 neu hergestellte Postenturm. Der Turm besitzt einen U-förmigen Grundriss und ist aus Schieferbruchstein gebaut worden. Die Westseite des Turmes neigte irgendwann im oberen Bereich so stark, sodass der Turm drohte einzustürzen. Zu den Mängeln gehörten unter anderem starke Mauerwerksrisse, eine marode Dachbedeckung und ein Hausbockbefall an den Balkenlagen. Durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz konnte der Erhalt 2001 bis 2003 gefördert werden. Heute steht er da, so majestätisch wie eh und je, direkt im Weinfeld an einem Hügel. Der imposante Turm ist auch heute noch ein Tourismusmagnet, obwohl der Aufstieg dorthin nicht so einfach ist. Oben angekommen, lohnt sich der halbwegs steile Anstieg aber auf jeden Fall. Die Aussicht ist genial. Der Blick über Bacharach ist einfach nur einzigartig und wer da einmal war, der wird diese Erfahrung auf jeden Fall nicht mehr missen wollen. Meines Erachtens nach ist er einfach ein toller Turm mit echter Stadt- und Regionalgeschichte. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Vielen Dank!